Ahoi da draußen. Die Bundestagswahl ist jetzt schon ein paar Tage her. In Berlin wird fröhlich sondiert und das ist für uns der Moment, hier in Dresden auch einmal zu überlegen, wie geht es jetzt für uns Piraten weiter? Kommen wir also zu den harten Fakten, zu den Zahlen. Was haben wir erreicht? Ich habe mir einen schlauen Zettel vorbereitet. Und zwar, im Wahlkreis Dresden 1 konnte unsere Direktkandidatin Stefanie Henkel 1,1% der Erststimmen für sich gewinnen. Außerdem erhielt die Piratenpartei 0,7% der Zweitstimmen. Im Wahlkreis Dresden 2 Bautzen 2 gingen 1,4% der Erststimmen an unsere Direktkandidatin Anne Herperz und 0,9% der Zweitstimmen an die Piraten. An dieser Stelle möchte ich stellvertretend für alle Piratinnen und Piraten, unsere Direktkandidatinnen, unsere Listenkandidatinnen und Kandidaten, euch etwas sagen. Vielen, vielen Dank. Es ist immer so, dass bei Bundestagswahlen viele mit sich hadern, gebe ich einer kleinen Partei meine Stimme. Und oft entscheiden die Leute sich dann für dieses sogenannte taktische Wählen. Und das wollen und können wir auch niemandem vorwerfen. Umso mehr spornt uns natürlich jede Stimme, die wir bekommen, an, weiter unsere Arbeit zu machen. Also vielen Dank für eure Stimmen, vielen Dank für euer Vertrauen und vielen Dank für dieses, nun ja, Feedback an uns. Ein weiteres großes Dankeschön geht natürlich raus an alle Helferinnen und Helfer, die uns in diesem Wahlkampf unterstützt haben, die nicht mal unbedingt der Piratenpartei angehören, aber einfach gut finden, was wir hier tun. Wir haben über 1000 Plakate gekleistert und aufgehangen. Wir haben Videos gedreht. Wir haben Podiumsdiskussionen wahrgenommen. Wir waren hier und dort und da. Und ohne diese Unterstützung von so vielen ehrenamtlichen Menschen hätten wir das einfach nicht schaffen können. Ihr seid die Besten. Vielen Dank dafür. Und bevor wir jetzt unendlich sentimental aus dieser Sache rausgehen, kommt jetzt natürlich die Frage, okay, jetzt ist die Wahl vorbei, wie geht es jetzt weiter? Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, als auch das Wahlergebnis selbst, bestärken uns darin, dass unsere Themen in die politische Diskussion gehören, auch hier vor Ort in Dresden. Und deswegen werden wir weiterhin ein wichtiger Teil der Stadtpolitik bleiben. Sei es als Unterstützer für lokale Initiativen, über unseren Stadtrat Martin, über unseren Ortsbeirat Jan oder über die HochschulpiratInnen. Außerdem, nach der Wahl ist vor der Wahl und die ist in Dresden schneller als uns lieb ist. Im nächsten Jahr bereits wählen wir hier einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin und die ersten Gerüchte kursieren bereits zu den Kandidatinnen und Kandidaten der anderen Parteien und deswegen werden auch wir uns demnächst beraten, ob und wie wir in diesen Prozess einsteigen. 2024 kommt dann ein regelrechtes Superwahljahr auf uns zu. Nicht nur wählen wir ein neues Europaparlament, hier in Sachsen finden zeitgleich auch noch die Kommunal- und Landtagswahlen statt. Das heißt, bis dorthin kommt ein Riesenberg Arbeit auf uns zu und wir freuen uns. Politik ist Mitmachen. Das ist bei uns Piraten gelebte Philosophie. Und deswegen waren wir auch unglaublich glücklich, dass in der heißen Wahlkampfphase, aber auch direkt nach dem Wahltag, interessierte Menschen auf uns zugekommen sind, uns Feedback gegeben haben. Einige sind sogar Mitglieder geworden, hier im Kreisverband oder auch im Landesverband. Und das macht uns froh. Das zeigt uns, unsere Themen sind aktuell und müssen in die Politik gebracht werden. Und eines dieser neuen Mitglieder sitzt genau jetzt hinter der Kamera und ich hoffe auch bald davor. Aber kein Druck. Was ich damit sagen will, wenn du Ideen hast, wenn du Fragen hast, wenn du dich mit uns austauschen willst über Politik und was weiß ich, Dinge, mit denen du Spaß hast oder wenn du einfach mal so locker in eine Runde quatschen willst, komm auf uns zu, schreib uns, wir sind da, wir sind hier in Dresden und das versprechen wir euch, wir werden noch eine ganze Weile hier bleiben.